So, willkommen bei einer weiteren Folge von Let's Play Together Total War Rome 2. In der letzten Folge haben wir ja unseren ersten Hinterhaltsangriff gemacht. Jetzt machen wir wieder einen. Beim letzten Mal war es ja so, ich habe den Sebastian angegriffen. Und jetzt wird der Sebastian mich angreifen. Jetzt habe ich auch genau dasselbe Bild, was Sebastian wohl gestern hatte, was er als Fehler, wo er dachte, das könnte ein Fehler sein oder so. Dem ist nicht so, haben wir herausgefunden, dank dem Mystic Hero, der uns erklärt, was auch jetzt, wenn ich sehe, auch logisch ist. Es geht beim Hinterhaltsangriff darum, dass man, vielen Dank, hat Tütes Handy ist gerade angegangen, das, der Bäcker, den müsst ihr gerade gehört haben, kurz. hast du überhaupt schon Hallo gesagt, Sebastian? Ja, hallo. Achso. Nee, habe ich nicht gesagt, aber egal. Okay, genau. Also, und auf jeden Fall, es geht ja darum, dass ich in einem Hinterhalt komme. Und deshalb praktisch gar keine Ahnung habe. Und deshalb werde ich hier nicht sehen, was Sebastian macht, wie er seine alle Einheiten aufstellt. Sondern ich muss darauf reagieren. Ist also kein Fehler an der Stelle. Sebastian, ich mache es absichtlich so, ich warte, bis du bereit bist, weil bringt ja nichts, wenn ich jetzt auf Gefecht starten klicke und nichts passiert, ja? Ja, klar. Ich gebe dir praktisch deine Zeit. Wir machen das jetzt auch so bei den nächsten Folgen. Wir müssen euch nicht immer unbedingt zeigen, was wir alles aufbauen. Das seht ihr ja auch hier unten immer, wie wir die Einheiten machen. Wenn ihr ja meine Einheiten anguckt, ich spreche es jetzt mal gerade nicht aus, damit der Sebastian keinen Peil davon hat, ja. seht ihr ja, dass ich vielleicht ein bisschen was anders gemacht habe als normalerweise. Ja. Ich bin gespannt. So. Und wir warten. Ja, leider. Wir warten auf den Hinterhalt, in den wir gleich kommen werden. Ich glaube, ich tue mal das Kaugummi, was ich im Mund brauche. Das kommt bestimmt bei der Aufnahme komisch rüber. Ja, ansonsten warten wir auf Sebastian. Ich habe jetzt Gefecht starten geklickt. Ja, gut, dann, wenn du es gemacht hast, dann mache ich es auch und dann geht's jetzt los. Ach krass, geile Aufnahme. Das heißt, wir sehen uns jetzt hier irgendwie vom Nahen. Und los geht's. Und jetzt bin ich mal gespannt, wo. Da oben sehen wir Sebastian. Ja, jetzt siehst du wahrscheinlich genau die Ansicht, die ich letztes hatte. Ja, das ist doch voll geil. Und mal gucken. Das springt hier aber ordentlich hin. So, gehen wir mal da hoch. Er lässt die. Oh, er hat mich flankiert. Ja, scheiße. Ich krieg ja hier gar nichts mit gerade. So, mein Gott, man ist ja aber deutlich überfordert. Der Sebastian hat ja doch recht. Natürlich. Ja, toll. Und die wichtigsten stehen am weitesten weg. Ja, rennt doch mal schnell da hoch. Meine Kelten können doch da gehen. Warum? Das gefällt mir ja gerade gar nicht hier. So. Ja, aber der Sebastian verliert da an der Seite ordentlich. Ja, links, das stimmt wohl. Links verliert er ganz ordentlich. Rechts auch. Und rechts auch. Rennt doch mal schneller, ihr Adelsreiter. Wo wollen meine Bogenschützen hin? Können die mal hier abhauen?
Ja, genau, die hauen auch um die ganze Zeit ab. Jetzt rennt er da rein! So, jetzt verstehe ich, wie es geht hier. Und schöne Grüße an den Mike, wir haben ja mitbekommen, der hört scheinbar schaut sich regelmäßig unsere LPs an. So, hier an der Seite, da, das gefällt mir noch nicht so, aber oben, das sieht doch gut aus. Das ist ja diesmal spannend hoch 10. Oh, was war das denn eigentlich? Na komm. Reite zurück. Das sind meine Speerwerfer. Das ist ja der Wahnsinn. Der Sebastian wird hier komplett durchgenommen. Der Plan geht auf. Machen wir so. Und sorgen dafür, dass die. Die gehen eh schon da hinterher. Das ist ja. Ja, ich habe so ein bisschen mehr mal durchgelesen, aber ich lese mir alles durch, was der Mystic Hero schreibt und habe mir ein paar Tipps zu Herzen genommen und ich hoffe, er wird sagen, dass ich hier mal einiges richtig gemacht habe gerade. Ich habe mir ungefähr vorgestellt, wie könnte so ein Hinterhalt aussehen von Sebastian. Ja, rennt mal hinterher. Das ist ja faszinierend, ey. Und meine keltischen Krieger hier, die. Die sind super. Lass sie da hinreiten. Hier unten lassen wir noch meine. Meine, wie heißen die Dinger hier nochmal? Keltische Plänker. Genau, dagegen kämpfen. Da oben, die ist weg. Sebastian ist tot. Oh mein Gott. Und der sagte mir gerade noch, ja, wenn das immer so abläuft, dann kann ich ja mal direkt herzlichen Glückwunsch Tim sagen, wenn du der Angreifer bist, hat man ja keine Chance, wenn man verteidigt. Man kann, Sebastian, man kann gewinnen in dem Hinterhaltsangriff. Sau geil war das jetzt gerade. Das war eine der Folgen, die mir mit am meisten Spaß gerade gemacht haben. Wie geht's dir so? Ja, wie soll's mir gehen? Wir gucken uns mal so nicht Spielstatistik, sondern so die generelle Statistik an. Also, ich bin mit 1230 Leuten rein, hab 9, fast 1000 getötet und nur 500 Verluste. Ja. Ja. Ist gut gelaufen. Okay. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Der Modus hat mir jetzt Spaß gemacht, wollte ich nochmal kurz sagen. Also, wenn man das so ein bisschen versucht, so rumzutaktieren, hat das fast schon ein bisschen mehr Spaß gemacht oder es hat mir mehr Spaß gemacht als dieses einfach aufeinander zureiten. Ah. Ja, na gut. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis dahin.